Heute, was geht ab, Leute, hier? Heute mit einer kleinen Ansage gegen Niantic. Die haben wieder mal eigentlich richtig Mist gebaut. Also eigentlich machen die andauernd Mist, aber in letzter Zeit wieder zu viel. Ist eigentlich wieder schon vorbei, aber wir wollen die nicht entkommen lassen damit. Und zwar einer der Fehler, der in letzter Zeit aufgetaucht ist, war, dass, ihr wisst ja, fürs Wochenende kamen die Evoli-Entwicklungen in den Raids. Unter anderem Psyana und Nachtara zum ersten Mal. Und sowohl als die zwei kamen und als sie gingen, war die Fangchance von den zwei 0%. Das lag daran, dass man die normalerweise nicht wild fangen kann. Dementsprechend war das vor dem Event auf 0 und nach dem Event auf 0. Die Sache war nur, nach dem Event liefen halt noch Raids. Und die mussten erstmal auslaufen und dementsprechend paar Leute, die den danach gemacht haben, ja, die konnten ihn gar nicht mehr fangen. Hier in Deutschland war das nicht so der Fall, weil zufällig dann halt zeittechnisch da, wo das Event endet, dann eigentlich auch keine Raids mehr da sind. Aber in anderen Teilen der Welt natürlich. Ja, das war halt der Fall. Und auch am Anfang, wo die Raids neu reinkamen, direkt am Anfang haben die vergessen, das umzulegen und ja, die Fangchance zu erhöhen. Wie gesagt, in Deutschland hat uns das nicht betroffen, weil die Event hat um 10 Uhr angefangen. Um die Zeit gab es keine Raids mehr und dann in der Früh, als die Raids gekommen sind, da wurde der Fehler dann schon längst behoben. Ja, das wollte ich nur so ansprechen noch, um zu sehen, wie viele Fehler Niantic macht. Aber jetzt dann, gestern Abend, der Sinnohstein. Feldforschungsdurchbruch, viele Leute haben den abgeholt. Was passiert? Kein Sinnohstein. Eigentlich ist er garantiert. Es gab Gemunkel, dass der nicht garantiert ist, nur 70% Wahrscheinlichkeit, dies, das. Was aber eigentlich nicht stimmt, ich habe noch nie, bis gestern, noch nie von einem gehört, der keinen Sinnohstein bekommen hat. Also diese 70%, ich weiß nicht, woher das kam, hat man so auf den Straßen gemunkelt, aber es waren 100%, es war garantiert, einen Sinnohstein zu bekommen. Aber gestern Abend, jeder, der sich gestern Abend den Feldforschungsdurchbruch geholt hat, der hat keinen bekommen für eine Weile. Weil, wieder beim Umstellen, haben die wieder mal was falsch gemacht. Also für eine Weile gab es einen Bug und da kam garantiert kein Sinnohstein. Jetzt haben die das behoben, weil die haben es so geändert, dass es jetzt ist es so, dass es nicht mehr 100% ist. Das ist so gewollt, dass der Sinnohstein nicht mehr 100%ig kommt. Für eine Weile, wegen der Umstellung, war garantiert keiner drinnen. Schon heftig, oder? Also paar sehr leidende. Und jetzt ist es halt so, Niantic hat ja geschrieben, was sie eigentlich noch wollen, dass man den Sinnohstein auf andere Wege bekommt. Nicht nur durch den Feldforschungsdurchbruch. Dementsprechend haben die das jetzt beim Feldforschungsdurchbruch auf nicht garantiert gemacht. Ich denke mir halt, wenn ihr das macht, dann aktiviert doch wenigstens paar von den anderen Möglichkeiten. Weil jetzt, einmal die Woche ist eh schon leidend, aber jetzt ist nicht mal garantiert einmal die Woche. Stellt doch erst um auf nicht garantiert, wenn zumindest eine zweite Möglichkeit eingeführt wurde. Aber bevor die zweite Möglichkeit eingeführt wurde für den Sinnohstein, wird die erste Möglichkeit, die einzige Möglichkeit, erstmal reduziert. Typisch Niantic, alles undurchdacht, alles voller Fehler. Habe jetzt auch von ein paar leidenden Zuschauern gehört, gestern abgeholt, kein Sinnohstein. Und wie gesagt, hey, einmal die Woche ist schon leidend, aber jetzt gar keinen zu bekommen. Generell ist es ja gar nicht so schlimm, dass sie es selten machen wollen. Aber wieder mal richtig schlechte Durchführung. Anderes Thema, das mich aufregt. Und zwar, gestern ist das Event zu Ende gegangen. Check mein Video ab. Da habe ich Slimog und Schlupppuck. Entwicklung von Schlupppuck gemaxt. Und ihr könnt in dem Video kommentieren, was eure Ausbeute so während des Events war. Ich habe, wie gesagt, die zwei gemaxt. Ich habe Meltan mir geholt. IV nicht so top. Ich habe einen Shiny Nebulock gefangen. Das war nicht schlecht, aber wie gesagt, eure Ausbeute unten in die Kommentare. Und während des Events kam jetzt neuer 5er Raid Boss, Cresselia. Und normalerweise ist es so, wenn ein neuer 5er Raid Boss kommt, ändern sich auch die Raids. Es kam jetzt keine Veränderung, weil ja Event war. Und während des Events gab es ja Event Raids. Event, wie gesagt, hat gestern Abend aufgehört. Dementsprechend kamen dann die neuen Raids für Cresselia. Und ich habe mich echt gefreut, wie immer. Hab gehofft, ein neuer 3er Raid Boss, den ich besiegen kann, Solo und sowas. Mal schauen, vielleicht neue geile 1er. In letzter Zeit, die 1er waren ja richtig geil. Und dann schaue ich mir so die Liste an. Wir gehen es mal durch. 1er, okay. Carpador, Ammonitas, Caputo, Valmer. Kein Shinox mehr, kein Bamelin mehr. Was soll das, Niantic? Ich weiß, okay, Ammonitas und Caputo haben die reingesteckt, weil für die Meltan-Quest, jeder, der nicht rechtzeitig die 10 Raids gemacht hat während des Events, der muss jetzt, wo das Event zu Ende ist, noch irgendwie so Schneckmax fangen, Caputos fangen, Ammonitas fangen. Ich kann die Quest nicht mehr ganz auswendig, aber irgendwie sowas. Und dafür haben die das wahrscheinlich in die Raids gesteckt. Aber ja, was mit den Einsern passiert? Richtiger Müll. Gerade war ein Event, wo Ammonitas und Caputo in Massen gespawnt sind. Und jetzt wollt ihr, dass ich einen Raid Pass dafür ausgebe? Könnt ihr knicken, Niantic. 2er, okay? Electek, Mogelbaum, Voltenso und... Okay, Flunkiefer ist okay. Den gönne ich mir. Aber was ist das, Mann? Nur Müll. Dann 3er. Machomai,
Onyx, Blitzer. Und dann Aerodactyl für die Quest, für die Meltan Quest, für jeden, der nicht gestapelt hat. Das macht Sinn, okay. Dann Vierer, okay. Vierer, Geowatz, Despotar, okay, Despotar immer noch beliebt. Aber, Digga, dieses Wochenende ist Super C-Day. Jeder macht Tausende, nicht jeder, sorry, Dorfspieler, tut mir leid. Aber viele machen einfach Hunderte, wenn nicht Tausende von Lavita-Bonbons. Außer Niantic lässt Lavita irgendwie seltener spawnen. Ich bin gespannt auf die Verteilung. Ich denke, es wird alles regelmäßig und oft kommen. Keine Angst, Leute. Aber auf jeden Fall. Lizaros auch noch. Lizaros. Und absolut ist okay. Und dann 5er Cresselia und X-Ray Deoxys, aber... Ey, was soll ich sagen? Das ist doch ungelogen. Das sind die schlechtesten Raids aller Zeiten. Es gab noch nie so eine schlechte Raid-Boss-Liste. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr enttäuschend, Niantic. Musste meinen Frust ein bisschen rauslassen. Gefällt mir so also gar nicht, was Niantic in letzter Zeit durchzieht. Also ich habe vorhin schon ein Video hochgeladen. Da habe ich reagiert auf ein Video von Revenzeit. Das könnt ihr abchecken. Da musste man eigentlich auch ein bisschen ragen, ein bisschen ausflippen, aber da habe ich noch zurückgehalten, weil ich dachte, okay, hey, ich will seine Fans nicht verärgern. Aber ihr habt ja noch viel härter rumgeraged als ich. Echt lustig zu sehen, wie ihr abgegangen seid. Ich glaube, danach kommt noch ein Video heute Abend, wie ich auf Pukis Video noch reagiere. Das waren ja drei Teile. Das vom Opa war das harmloseste. Müssen wir uns nicht geben, außerdem habe ich das schon einmal gesehen. Aber ein paar von euch haben jetzt gefordert, dass ich noch auf den letzten Teil, also auf Pukis Teil reagiere. Werde ich wahrscheinlich machen. Aber ja, Niantic, was da los, Alter? Reißt euch mal zusammen, Alter. Muss ich ehrlich sagen. Niantic, reißt euch zusammen. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.